Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wir haben es heute Sonntag und ja, ich habe mir heute vorgenommen, für euch so einige Videos zu drehen. Und ja, deshalb sitze ich hier. Ich hoffe, ihr habt auch alle einen schönen, entspannten Sonntag. Konntet euch jetzt das Wochenende ein bisschen von der Woche erholen. Ja, ich auf jeden Fall. Ich hatte jetzt mal das ganze Wochenende frei. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich auch sonst samstags arbeite. Aber da ich Berufsschule hatte, habe ich heute auch frei, beziehungsweise gestern auch frei gehabt und somit das ganze Wochenende. Ja, und heute steht jetzt zum allerersten, oder als allererstes Video das Favoritenvideo auf dem Plan, was ich jetzt hiermit praktisch für euch gefilmt habe. Und ja, mir ist nämlich in letzter Zeit aufgefallen, dass ich zum einen lange keins mehr gemacht habe, zum anderen aber auch wahnsinnig viele neue Produkte liebgewonnen habe, was eigentlich schon ab und zu mal der Fall ist, aber es war nie so in dem Ausmaß. Ja, einfach der Fall. Und ich habe gedacht, die ganzen tollen Neuheiten, die es halt auch aktuell viel zu kaufen gibt überall, zeige ich euch alle gerne mal, sage was dazu und warum ich sie gut finde. Und ja, ich bin einfach nur begeistert von allen Produkten und erzähle euch jetzt mal, warum. Ich habe die ganzen Produkte hier mal in so eine Box gepackt und ja, es ist eigentlich so Pflege und Schminke, also praktisch meine Beauty-Favoriten. Genau. So, ich würde mal sagen, ich greife einfach in die Box rein und fange mal an mit diesem Produkt, was ich glaube ich auch schon mal in dem Video mit meiner lieben Kati gezeigt habe. Und zwar handelt es sich um den Haarlack von Vella Flex und das ist jetzt die Stärke 5, 48 Stunden lang anhaltender Halt. Und ja, ich muss sagen, ich war nie so eine, die irgendwie groß Haarspray benutzt hat, also eigentlich nur, wenn man mal irgendwie losgegangen ist, aber das war sehr, sehr selten. Und ja, ich musste wirklich feststellen, was total doof ist, weil jetzt die meisten sowieso schon machen, aber dass man fliegende Härchen und alles sehr schön damit wegbekommen kann und es tatsächlich viel gepflegter aussieht, wenn man ja, ab und an oder jetzt zum Teil, auch wenn ich Zeit habe, täglich sowas verwendet, einfach um nur die fliegenden Härchen so ein bisschen ran zu ja, ditchen, sage ich mal. Und schon sieht das gleich viel schöner aus. Gerade wenn man die Haare frisch gewaschen hat und dann einen Zopf macht oder offen die trägt, dann ist es bei mir so richtig aufgepolstert und sieht dann nicht unbedingt so gepflegt aus, als wenn man sie dann halt gestylt hat. Ja, ich denke, das wird einigen von euch auch so gehen. Und ja, also ich habe auch immer gedacht, so dieses groß in die Haare sprühen und dann setzt sich das alles ab. Ich benutze ab und zu von Balea das Tiefenreinigungs-Shampoo und da ich auch nicht viel nehme, ja, ist es momentan echt ein Favorit von mir. Habe ich jetzt heute auch wieder benutzt, ja, einfach um das ein bisschen zu mindern, was die fliegenden Härchen anbelangt. So, dann bleiben wir beim zweiten Produkt gleich bei Haarprodukten. Da habe ich jetzt noch die Glanztonic von Glisscur. Ja, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Also ich finde sie sehr gut. Es ist halt ein Spray, was man sich nach dem Haarestyling praktisch auf die Haare gibt. Und jetzt muss ich gerade an meine Mädels aus der Klasse denken, weil ich da einen Vortrag, einen kleinen Vortrag hatte und immer praktisch gesagt habe. Und jetzt versuche ich dieses Wort nicht mehr hier in diesem Video zu erwähnen. Das ist mir selber gar nicht aufgefallen, aber gut, dass ich es gerade gemerkt habe. Auf jeden Fall ist das halt für trockenes, strapaziertes Haar. Man gibt das dann einfach rüber. Das Haar hat einen gesunden Glanz, sieht gesünder aus, gepflegter aus. Mag ich total gerne, kostet 3,45 meine ich bei DM und hält auch relativ lang. Das Haarspray meine ich kostet 1,45. Genau, dann eine Neuheit, wo ich wirklich sehr begeistert von bin, die wahrscheinlich auch viele jetzt interessieren wird. Und zwar sind das hier von Garnier diese Micellenreinigungstücher. Die sind jetzt ganz neu rausgekommen, angelegt an das Micellenwasser. Hier sind jetzt 25 Stück drin und die kosten 1,95, ebenfalls bei DM. Hier steht drauf, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gelesen, ultra softe Tücher mit Seidenfasern und Micellenwasser. Für empfindliche Haut, reinigt wirksam, schonend, beruhigt in nur einer Anwendung. Und ich hatte das ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich dachte mir, Mensch, das Micellenwasser, da bin ich so begeistert von, dann können die ja auch eigentlich gar nicht viel schlechter sein. Habe sie halt deswegen gekauft und ich muss sagen, sie sind ultra soft. Sie sind die, also es sind die weichesten Tücher, Abschminktücher, die ich bisher getestet habe. Wobei ich mit denen von Balea ja auch super zufrieden bin für das Geld, für 1,25. Aber die sind sehr schön feucht. Nehmen Make-up sehr, sehr gut runter, sogar meine Mascara, die jetzt nicht wasserfest ist. Und ja, sie sind mega, mega weich, gut durchtränkt und kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe jetzt noch von Balea welche da und halt die, wenn die von Balea leer sind und die auch irgendwann, werde ich die auf jeden Fall wieder nachkaufen. Bin ich total begeistert von. Hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, so, dann bleiben wir mal bei Garnier. Die haben momentan so ein paar Neuheiten und ja, da konnte ich nicht widerstehen. Auch in einem Haul habe ich euch gezeigt, hier von Garnier, diese Miracle Sleeping Cream. Und ich muss ja sagen, die ging oder geht auch noch auf YouTube rum wie verrückt und wird total gehypt. Und ja, ich dachte mir die ganze Zeit, Mensch, du hast noch so viel Creme hier und bist gerade am Aufbrauchen. Bin ich übrigens auch gut dabei, ehrlich gesagt. Ja, aber dann kam es dazu, dass ich sie dann mir doch holen musste, weil ich so neugierig war. Und ja, zum Geruch kann ich sagen, super angenehm, gefällt mir sehr gut. Konsistenz, wie ihr sehen könnt, ist schon fester, also die schwappt nicht gleich um. Und ich finde, dass sie unglaublich sanft auf der Haut aufzutragen ist. Und am nächsten Tag, man hat so ein super weiches Gesicht, man fühlt sich schon erholt. Natürlich braucht man auch die angemessene Dose Schlaf dafür. Aber irgendwie ist sie anders als andere Cremes. Und das sage ich nicht, weil irgendwie alle das Gefühl sagen, sondern weil es wirklich ist. Also so ist es, ist so eine sehr reichhaltige Creme. Hier steht auch drauf, Detailing Anti-Age Skin Transforming Care. Also Anti-Age-Effekt, dementsprechend sehr feuchtigkeitsspendend. Und ich finde sie wirklich anders als andere. Also man muss das Gefühl auf der Haut einfach mal gefühlt haben, um das zu verstehen, sage ich mal. Aber ich kann sie wirklich jedem ans Herz legen, der sagt, Mensch, ich möchte nochmal nach einer richtig guten Nachtpflege Ausschau halten. Bin da auf der Suche, auf jeden Fall zu empfehlen. Genau. So, womit mache ich weiter? Genau, dann habe ich mir erst letzte Woche gekauft, aber ich weiß, dass es jetzt schon in meinen Favoriten für die nächsten Monate, Jahre bleiben wird. Und zwar ist das diese Haarbürste von Evelyn, ebenfalls bei DM erhältlich für, ich weiß gar nicht genau, 5, 6 Euro. Und zwar ist das so eine Mischborstenbürste aus Synthetik und ich meine Schweinborsten. Ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt, auf jeden Fall Naturborsten. Und wie bin ich darauf gekommen, mir die zu kaufen? Also ich muss dazu sagen, vorweg, ich hatte so eine früher immer. Also meine Mutti hatte mir solche Bürsten immer als Kind gekauft. Ich hatte Haare bis zum Hintern, ganz lang, blond, Natur. Und ja, hatte immer so eine Bürste, was auch auf jeden Fall sehr gut ist. Und ich habe dann immer diese Paddelbürsten genommen, die nur diese Synthetikborsten hat. Und jetzt war ich ja auf dem Schwarzkopf-Event, wozu es noch ein Video geben wird, was ich noch schneiden muss. Da hat der ja, Stylist vom Schwarzkopf-Team so eine Bürste verwendet, natürlich jetzt nicht von Evelyn, aber auch so eine Art von Bürste und ja, ich war mega begeistert. Er hat mir die Haare damit gekämmt, während er sie geföhnt hat und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, finde ich, wenn man so eine normale Paddelbürste nimmt oder halt so eine. Es bringt viel mehr Glanz in die Haare, es schließt die Haare beim Föhnen gleichzeitig mehr, sodass sie glatter aussehen, gepflegter aussehen, einfach schöner und glänzender vor allen Dingen. Das ist das Stichwort. Und ich bin total begeistert. Also wenn man sich da Zeit nimmt, dann die Haare richtig schön trocken zu föhnen, dann kann man danach auch mal das Glätteisen weglassen und die Haare sehen trotzdem nicht so aufgebufft aus, also wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe es heute so richtig das erste Mal zeitintensiv, was das Föhnen anbelangt, ausprobiert, aber halt die letzten Tage eigentlich jeden Tag benutzt und ich bin mega, mega begeistert. Also heute, ihr könnt mal meinen Pferdeschwanz angucken, ich habe meine Haare heute wieder geglättet, noch habe ich da Öl reingemacht, ich habe lediglich diese Glanztonic von Glisco drin und mit dieser Haarbürste praktisch ja, gebürstet, geföhnt und dann das Haarspray bzw. den Haarlack von eben. Also ich muss sagen, ich bin wahnsinnig begeistert. Ja. Also und für das Geld kann man da auf jeden Fall nichts falsch machen. Dann komme ich zu einem Produkt, das war in einer Beautybox drin und zwar von Alexandro, das Hensbar-Produkt. Und zwar ist das hier so ein Hyaluronsäure und Seafennel feuchtigkeitsspendendes Handmus. Ich liebe das. Also seitdem ich arbeite, wissen ja viele, fange ich oder habe ich angefangen, mich einzucremen an den Händen. Vorher habe ich es gehasst. Und das ist wirklich so ein Produkt für alle, die es nicht mögen, sich die Hände einzucremen. Das werdet ihr definitiv mögen. Ist bei mir auch der Fall. Ich zeige euch das mal. Das ist praktisch so... Oh, ist schon gut gebraucht, merke ich gerade beim Drücken. Das ist so von der Konsistenz halt so Mousse, ist hellblau. Und es ist so weich, sagt der Name ja auch schon, es ist ein Mousse. Und es zieht super schnell ein, pflegt und es ist innerhalb wirklich von Sekunden aufgesogen von den Händen. Und man merkt es nicht mehr. Und die Hände sind weich und gepflegt und ja, man hat einfach nicht dieses lästige, klebrige Gefühl, dass man danach nichts anfassen kann, auch wenn man unterwegs ist.
Riechen tut es sehr angenehm, finde ich, und ich liebe es und benutze es echt fast jeden Tag. Ja, außer ich habe es nicht mit. Genau, so, dann kommen wir jetzt auch schon richtig zu den dekorativen Sachen. Okay, fast eins mache ich noch vorweg. Und zwar bin ich da mega begeistert von der Thermal Perfection Optischer Sofortzauberer. Und das ist mit echt mein Highlight fast von allen Sachen, muss ich wirklich sagen. Das ist halt ein optischer Sofortzauberer, der sofort Fältchen, Poren, Unebenheiten und Glanz kaschieren soll. Und ja, kleine Vorgeschichte. Ich habe dieses Produkt in der Trainingstasche von meinem Schatz gefunden. Und wir wissen ja alle, es ist ein Frauenprodukt. Und ich war immer zu geizig, mir das zu kaufen. Ich habe es immer gesehen bei DM und dachte mir, was kostet das? 5, 6, 7 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Zwischen 5 und 7 auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Du hast noch so viel, brauchst du nicht. Und habe es dann immer gelassen. Jetzt habe ich es, wie gesagt, in der Tasche von meinem Freund gefunden, weil der sich die irgendwann mal gekauft hat. Ich meine, warum auch nicht? Ich finde es sowieso gut, dass mein Freund da so affin drin ist. Einfach, ja, das auch mag, sich zu fliegen und Sachen auszuprobieren. Und ja, seitdem habe ich sie gebunkert. Liegt sie nicht mehr bei ihm in der Tasche, sondern wirklich in meinem meiner Schminkaufbewahrung hier. Und ihr seht es vielleicht hier oben. Also ich habe die jetzt schon gut benutzt, die letzten Tage eigentlich jeden Tag. Und zwar zeige ich euch das mal. Ich weiß jetzt nicht, hier kann man das, glaube ich, nicht unbedingt sehen. Es ist halt schon eine Silikonbombe, gehe ich mal stark von aus. Also so sieht das aus. Und ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt anzeigt. Müsste sie eigentlich jetzt bei der neuen guten Quali. Aber ob man diesen Unterschied so wahrnimmt, wie das die Poren verschließt. Also ich kann es jetzt im kleinen Display nicht genau erkennen, ob ihr das seht. Aber vielleicht mal im Vergleich. Also es ist wirklich unglaublich, wie es die Haut weich zeichnet. Und ja, also ich bin so begeistert. Und dann für das Geld, das ist der absolute Oberknaller, wirklich. Verpackung finde ich auch sehr ansprechend designt. Und ich gebe es, wie gesagt, immer jetzt unter meine Foundation. Und ihr könnt es erkennen, auch wenn die Kamera jetzt natürlich noch ein bisschen weich zeichnet und die Qualität sehr schön macht, aber ich habe Puppenhaut. Also es ist so Wahnsinn, wie gut das aussieht. Ja, ich mag sowieso Foundation zu tragen, also ich habe da kein Problem, wenn das ein bisschen mehr ist an Schminke. Ich mag das, also es ist natürlich immer so die Sache, wie man das mag. Aber ich kann euch sagen, für alle, die sagen, nee, Foundation mag ich gar nicht, ihr könnt es auch unter euer Puder auftragen oder ja, einfach auf die normale Haut. Also dann würde ich das aber machen, dass ich vorher noch so eine Feuchtigkeitspflege irgendwie auftragen würde und dann das darüber und dann einfach nur Mascara oder was ihr tragt. Und dann kann man damit in den Alltag spazieren. Es sieht so toll aus. Ja, ich habe es auch jetzt, ich gehe ja ab und zu mal aufs Solarium. Man sieht es momentan vielleicht auch. Ich war wieder und da habe ich es dann auf mein ungeschminktes Gesicht nach dem Duschen dann aufgetragen und man fühlt sich gleich pudelwohl. Also ich habe das sowieso, wenn man ein bisschen brauner ist, kennt ihr sicherlich auch nach dem Urlaub, dann fühlt man sich sowieso ein bisschen schöner, sage ich mal, von der Haut her. Und dann einfach das Produkt darüber und ja, top. Also ich weiß nicht, ich bin so begeistert davon und das hat mich wirklich umgehauen. Und jetzt frage ich mich auch, warum hast du da nicht vorher schon Geld rein investiert? Also Wahnsinn. Ja, so, genug davon. Jetzt komme ich noch zu einem Produkt, was schon länger bei mir rumlag. Und zwar ist das von Fit Me. Ein Bronzer in der Farbe 200 und ich bin momentan dabei, so meine Schminksammlung durchzuforsten und andere Sachen auszuprobieren, die sonst länger rumlagen oder die ich noch gar nicht ausprobiert habe und so war das jetzt auch hier mit der Fall. Das ist so ein richtig schöner Bronzer, den habe ich halt, ja, eigentlich fast jeden Tag die letzten 2 Wochen getragen, also unglaublich, so oft habe ich hintereinander selten ein Produkt verwendet, weil ich halt auch so viel habe. Aber der hat mich umgehauen. Gibt es so leider nicht mehr, aber ihr müsst mal gucken. Maybelline hat ja noch andere Bronzer und die werden so ähnlich sein. Aufgetragen habe ich das Ganze mit einem weiteren Favorit, den Bronzer Brush von, ja, Essence. Ich muss sagen, ich habe es nicht als Bronzer aufgetragen, sondern als Blush. Also, ne, sieht es ja auch, der Pinsel ist ja auch größer. Ja, Wahnsinnspinsel, Wahnsinn. Also, achso, zu dem Produkt, weiß ich gar nicht mehr, was der gekostet hat. 5 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und das Alessandro, jetzt habe ich die Preise ganz vergessen. Kann ich euch auch gar nicht mehr genau sagen. Müsstet ihr mal nachschauen, die Garnier-Creme. Creme ist schon ein bisschen teurer, um die 10 Euro. Ja, und die anderen Preise hatte ich soweit genannt. Genau, der Pinsel war, ich weiß das auch gar nicht mehr, um die 3, 4 Euro.
Und der ist so fest, so dicht gebunden. Also das ist der absolute Oberknaller. Ich liebe diesen Pinsel, um Blush aufzutragen einfach. Auch wenn das jetzt ein Bronzerpinsel ist. Habe ich wirklich auch mit jedem Tag somit benutzt. Und eine andere Neuheit, die ich mir auch erst vor kurzem zugelegt habe, die ich schon mindestens 2 Jahre haben wollte und jetzt auch über alles vergöttere. Der 109 Luxe Face Paint von Zoeva. Ja, da kann man nicht viel zu sagen. Das ist so ein ganz flacher Konturierpinsel und das ist wirklich ein heiliger Gral unter den Pinseln. Also das erleichtert das Konturieren ungemein. Man kann richtig schöne Linie ziehen und das dann hochblenden und schafft sich so richtig schöne Kontur. Kostet bei Douglas um die 12 Euro, zwischen 11 und 13 Euro. Ich weiß nicht, ich hatte noch Rabatt bekommen, aber ich würde ihn immer wieder kaufen. Und zu Zoeva-Pinsel kann ich euch generell nur ans Herz legen. Ich finde, meiner Meinung nach, egal was da noch ist, Real Techniques, Sigma und Zoeva, Pinsel sind für mich einfach ja, die absolut besten vom Preis-Leistungs-Verhältnis und auch von der Optik. Also ja, gar nichts anderes möchte ich da eigentlich groß haben. So, dann haben wir ein Produkt, beziehungsweise eigentlich sind es 2, die ich auch ungefähr seit 2 Wochen fast jeden Tag trage. Das ist echt Wahnsinn momentan, wie viel ich jeden Tag immer an den gleichen Sachen verwende. Das ist, fragen auch viele nach, trage ich jetzt wie gesagt aktuell, zeige ich euch mal. Ist ein Lip Liner von Manhattan, die Farbe 59Y. Und da wurde ich angefixt von der lieben damals Beauty Peachy, heute Mary M. Also kennt ihr sicherlich alle, brauche ich nicht viel zu sagen. Sie hat diesen Lip Liner gezeigt und dann musste ich mir nachkaufen. Und ich muss sagen, das ist mit mein allerliebstes Lippenprodukt der Zeit. Und ja, das Schluck auf. Geht immer, also egal zu welchem Blush, zu welchem Augen-Make-up, zu welchem Anlass, zu welchem Hauttyp, diese Farbe geht einfach absolut immer, finde ich. Kostenpunkt unschlagbare 1,45 Euro und die Farbe schaut so aus. Finde ich auch absolut herbsttauglich. Jetzt wird auch mein Favorit bleiben, jetzt die Herbstzeit über. Und dann gebe ich einfach, weil das ja sonst matt ist und so ein bisschen austrocknend aussehen kann, gebe ich dann noch einmal hier von Catrice ein Produkt drüber, was ich da habe. Das ist jetzt dieser Beautifying Lip Smoother. Der ist jetzt auch in der Farbe rausgegangen, meine ich. Das ist die 010 Sweet Caramel. Aber ihr könnt da jeden beliebigen Gloss drüber geben. Sei es ein transparenter von Essence oder. Also das geht einfach nur darum, dass man so ein bisschen Glanz drauf hat. Und ja, ist jetzt auch schon ein bisschen siffig. Ich gebe das noch mal ein bisschen nach. Hat halt minimal Farbe. Komisch, sich über das Display zu schminken. Ja. Und ja, die beiden Produkte in Kombi, ich liebe sie. Genau, das waren die. Und dann habe ich noch ein Gloss, worin ich mich wirklich verliebt habe. Und zwar ist das von L'Oreal. Mal eine etwas teurere Sache. Ist das die Farbe Neon 309 Sayonara Sunset? Ich weiß nicht. Kamera das einblenden kann. Jetzt müssen wir mal ein bisschen probieren hier mit der Kamera. Ich glaube, so sieht man das ganz gut. Ja, und das ist halt eigentlich ein transparenter Gloss, also minimal, ja, gibt ja so rosane Farbe ab. Ist halt eher echt transparent, sieht sehr schön aus in der Verpackung, wie ihr das vielleicht hier sehen könnt. Also der ist minimal rosé. Und ich muss sagen, das ist mit der angenehmste Gloss, den ich seit langem getragen habe. Ab davon, dass die Verpackungen, wie ich finde, wunderschön aussehen. Also super stylisch. Die sind ja relativ neu noch. Ist der wirklich angenehm zu tragen? Der ist schon relativ lang anhaltend. Er hat einen richtig schönen, nicht so einen speckigen, ekligen Glanz, sondern so einen richtig schön gepflegten, edlen Glanz, wie ich finde. Ja, klebt, wie gesagt, nicht zu doll, hält aber dennoch sehr, sehr lange. Und ja, mag ich unglaublich gern. Habe ich jetzt gestern auch wieder so getragen auf den Lippen, als ich in der Stadt war mit meiner Mutti. Und ich liebe den. Kostenpunkt, boah, lasst mich lügen. Ich weiß das gerade gar nicht. Schon ein bisschen teurer. Also ich denke schon mindestens um die 7 Euro. Müsst ihr mal gucken bei DM. Ja, dann bleiben wir auch bei den Lippen. Ihr wisst es, ich bin ein Lippenprodukte-Junkie. Und deswegen geht es mit diesem Produkt noch weiter. Von Be Natural habe ich mir mal hier diese Kugel gekauft, die leider schon ein bisschen dreckig ist, leider, weil ich den immer ja, überall mit mir rumschleppe in der Handtasche und so. Und zwar ist es diese Art Nachmachung vom Eos Eye und riecht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm.
Und ich habe am Anfang gedacht, Mensch, musst du dir kaufen, ist neu, ist was Besonderes, irgendwie so nachgemacht. Musste mal testen für 4,45 Euro, mega happiger Preis, muss ich echt sagen. Und am Anfang dachte ich mir, oh Mann, Michelle, hast du ordentlich dein Geld irgendwie ja, verschwendet, hätte gar nicht Not getan, aber verschluckt. Aber jetzt muss ich sagen, ja, nach so ein paar Wochen, ich glaube, wie lange habe ich den, weiß ich schon gar nicht, mindestens 3 Wochen oder so, verwende ich den jeden Tag und mag den total gerne, weil die Lippen richtig schön gepflegt aussehen für zwischendurch. Ich brauche sowieso irgendwie immer was auf den Lippen. Also wenn ich keine Farbe, kein Lip Liner, kein Lipgloss oder Stift trage, dann habe ich immer Lippenpflege mit dabei, weil ohne fehlt mir irgendwas. Das ist richtig so ein Tick von mir, würde ich sagen. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn man mal auch andersrum wieder bedenkt, wie lange sowas hält und man damit zufrieden ist, dann finde ich auch den Preis eigentlich okay. Man muss ja nicht davon ausgehen, dass man so viel hat wie jetzt, sag ich mal, ich oder andere Beauty-YouTuber, sondern für den Normalverbraucher, wenn er das gerne ausgeben möchte, ist das ein schönes Produkt. Und meine neue große Liebe von Alverde aus der aktuellen LE. Solltet ihr schnell sein, wenn ihr das Produkt euch noch anschauen wollt, weil ich weiß nicht, wie lange oder wie ausverkauft die Sachen schon sind, ist das die 10 Muscat Brown. Erstmal kommt er so daher, super schöne, schlichte Verpackung. Und ja, ich liebe Brauntöne, also ich liebe Brauntöne. So schaut der aus, schon relativ dunkel, aber für den Herbst mehr geht nicht. Also finde ich richtig toll. Und ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal getragen und ich liebe den so sehr. Ich hoffe, die Kamera fängt die Farbe richtig ein. Wirkt im Display jetzt ein bisschen dunkler als in echt. Ich weiß es nicht. Also ist schon relativ, ne, dunkel. Aber wenn man sowas mag, ist der auf jeden Fall klasse. Und was ich besonders toll finde, Alverde-Produkte trocknen oder Lippenstifte insbesondere trocknen die Lippen nie aus. Also ich habe bislang nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe immer aus einigen LEs, wo so meiner Meinung nach für mich Highlights drin waren, die damals mitgenommen, habe die auch noch, trage die heute noch gerne, weil die super pflegend sind. Und ja, die Farbe kann ich wirklich jedem Nude-Braun-Freak ans Herz legen, sage ich mal. Super toll und kostet, glaube ich, nur 2-3 Euro. Also kann man nicht meckern und wird, glaube ich, auch mit meiner Herbstlieblinge, ja, wird einer meiner Herbstlieblinge werden, genau. So, dann habe ich noch ein Produkt, das war auch in der Box, und zwar von Hyya Pure. Ein Intense-Serum, Pure Hyaluronic, wie auch immer. Also das handelt sich hier um so ein Serum, was in so einer Pipette kommt. Und ihr seht es, es ist eigentlich so gut wie leer. Und das fand ich so schön. Also riecht ganz angenehm und auch wieder so ein Produkt wie die Handcreme. Ihr tragt es auf euer Gesicht auf, ihr tupft es kurz ein, vorsichtig, und es ist prompt eingezogen. Es ist super, super praktisch. Kein Kleben, kein Wachsen. Ihr könnt sofort mit eurem Make-up loslegen und ich habe es geliebt. Und ich glaube, das ist aber auch schon echt ein Heiden teurer als so Drogerieprodukte. Müsst ihr mal nachgoogeln, wenn ihr da Lust habt. Oder vielleicht kann ich es auch in die Infobox setzen, wenn ich es finde. Ja, ich fand es mega gut und werde versuchen, da noch eine Portion rauszukriegen. Oder vielleicht sogar zwei. Ah, ich glaube, eine reicht. Zwei wird schwierig. Genau, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr toll. Und dann habe ich als allerletztes noch von Catrice das Color Correcting Mattifying Powder. Auch das habe ich rausgekramt, habe ich lange nicht benutzt, gibt es so gar nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich habe es lieben gelernt, benutze es täglich seit 2-3 Wochen. Und ja, also es ist die 010 Delicate Blossom. Ich finde es richtig schön als Alternative auch zu Translucent Powder, also zu durchsichtigen Pudergeschichten. Dass es jetzt unbedingt ja die Color Correcting Wirkung hat, weiß ich nicht. Also es ist super, auch wieder sieht aus wie Puppenhaut. Es ist super weich gezeichnet, es ist nicht too much, weil es auch keine Farbe hat richtig. Das Hautbild sieht wunderschön aus. Habe ich heute auch wieder drauf. Für einige, die So, ich glaube, meine Kamera hat wegen der Zeit abgebrochen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall muss ich die Kamera selber erstmal noch kennenlernen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Das zeichnet die Haut richtig weich, genau. Und ich habe das, wie gesagt, drauf. Und für viele, die gefragt hatten, auch in meinen letzten Videos, was ich für eine Foundation verwende, das ist von L'Oreal die Infectable Foundation. Und da nehme ich die 145 und die 220 und mische mir die, je nachdem.
wie ich den Ton brauche. Und ja, die kostet, eigentlich kann ich die auch noch mit zu den Favoriten nehmen. Momentchen. Einmal ganz kurz. Die ist schon, so, da bin ich wieder. Die ist schon ein bisschen teurer, liegt bei 12, 13 Euro. Das ist dieses Schätzchen hier. Und ja, wie konnte ich die eigentlich vergessen? Die muss eigentlich mit hier rein. Man hat enthalten 30 Milliliter und dadurch, dass ich sie halt mische, weil beide nicht ganz meinem Farbton entsprechen, hat man da noch länger was von. Und ja, hier seht ihr es. Einmal die 145 und dann nochmal die 220 Sable Sand und Beige Rose. Ich liebe diese Foundation, weil sie extrem gut abdeckt, also mittel bis sehr gut, je nachdem, wie man sie auch schichtet. Und sie zeichnet das Hauptbild richtig ebenmäßig und weich und man merkt sie aber nicht so stark, wie ich finde. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, und wie gesagt, da verwende ich dann das Puder drüber und das Ergebnis seht ihr selbst. Also ich finde es unschlagbar. Und ich finde wirklich, bei allen Foundations, die ich schon mein Leben lang getestet habe, was nicht wenig sind, ist das wirklich die beste Foundation, die ich kenne. Es ist wirklich wahr. Und ja, man bekommt sie in der Drogerie. Und wenn man mischen muss, dann kauft man sich eben zwei. Ich finde es nicht schlimm. Da gibt es im High-End-Bereich wesentlich teurere. Und ja, ich bin super zufrieden damit. Also für alle, die das wissen wollten, sind sie praktisch auch noch in meinen Favoriten. Genau. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon. Ich habe schon ganz schön viel gesammelt, sage ich mal, in diesem Video. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen konnte, ein paar Tipps geben konnte, was die Produkte anbelangt. Vielleicht schaut ihr euch das eine oder andere ja mal rein. Und was mich noch interessieren würde, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ist euer absolutes Lieblingsprodukt, was muss ich mir vielleicht auch mal anschauen. Schreibt mir das, egal ob Pflege oder dekorative Kosmetik, das würde mich mega interessieren. Und ja, ansonsten freue ich mich wahnsinnig, eure Kommentare beantworten zu können und zu lesen. Und ja, einfach auf euer Feedback und ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Bis dann, ciao!